Am 27. März konnte der Leiter des Eigenbetriebes Kinder- und Jugendhaus am Wolfstor in der Lutherstadt Eisleben, Thorsten Holleben, besondere Gäste begrüßen. Der Geschäftsführer der Stadtwerke der Lutherstadt Eisleben, Ronny Strebe, und seine Mitarbeiterin Frau Engler waren nicht mit leeren Händen erschienen. Die Einrichtung, die ca. 40 Kinder und Jugendliche betreut, sollte mit einer Spende bedacht werden. Aber nehmen wir doch einfach an der Übergabe teil. Ja, der Grund, weshalb wir heute Besuch haben, ist folgender. Ihr habt nun zunehmend in der Schule, so auch bei uns, mit digitalen Medien zu tun. Da geht es um Lern-Apps, da geht es um Portale. Jeder bringt da ein anderes Portal mit und für uns, oder unser Team natürlich, die euch da maßgeblich im Alltag unterstützen bei der Bewältigung der schulischen Aufgaben, wird das streckenweise recht herausfordernd. Und dahingehend war die Überlegung zusammen mit den Stadtwerken, wie würden sie uns denn unterstützen? Und bevor ich jetzt die Katze aus dem Sack lasse, möchte ich natürlich Herrn Strebe die Möglichkeit geben, das dann selber auch zu lüften, das Geheimnis. Ja, vielen Dank, Herr Holstein. Ja, liebe Kinder, ich freue mich heute hier als Vertreter unserer Stadtwerke hier in der Lutherstadt Eisleben bei euch zu sein. Und wie es Herr Holstein ja gerade schon sagte, heute, wenn man Hausaufgaben macht, dann gehört es eben auch schon dazu, dass man auch digitale Medien nutzt. Ja, ich kenne das von meinen Kindern auch. Ja, da geht ohne PC, ohne Tablet, ohne Handy nichts mehr. Und wir haben uns überlegt, ja, wie können wir jetzt so kurz vor Ostern, ja, am Wochenende ist ja das Osterfest, bei schönem Wetter, haben uns überlegt, ja, wie können wir euch hier eine Freude machen? Und so sind wir ins Gespräch gekommen und wir haben uns dafür entschieden, dass wir euch Kindern hier insgesamt vier neue Tablets zur Verfügung stellen, ja, damit ihr dann auch künftig eure Hausaufgaben und was auch immer dann auch hier schön mit den Tablets erledigen könnt. Und wir hoffen, dass ihr euch darüber freut, ja, und auch Freude damit habt. Vier Stück, denke ich, ist erstmal eine gute Grundausstattung auch. Ja, und ja, wir wünschen viel Freude und da kommen auch schon die Tablets. Ja, und ich würde jetzt einfach mal jedem auch eins übergeben, ja, ein bisschen schwerer. Und Danke. Danke. bitteschön. Na, jetzt auch eins. Ja, und Herr Holstein kriegt dann auch noch eins, genau. Symbolisch. Danke. Ja, als Ausdruck auch unseres kommunalen Engagements, ja, machen wir das gerne und viel Spaß damit. Und ja, danke, dass wir heute Nachmittag trotz Urlaub von Herrn Holstein dann auch sein können und euch das hier mit übergeben können. Ja, viel Spaß damit. Im Namen aller Kinder, Jugendlicher, junger Erwachsenen, unserer Einrichtung natürlich auch Mitarbeiter, vielen lieben Dank für diese sehr schöne Geste des Miteinanders gesehen, gedacht werdens und nicht zuletzt der Partizipation. Herzlichen Dank, Herr Streber. Sehr gerne, Und sehr gerne. Stadtwerke der Stadt Eisleben. Ja.